wer jemand ist, ist nicht in dem Namen drin. Der ist, wenn überhaupt, in den Werken drin. Das klingt jetzt pathetisch, was ich sage, aber wenn ich nur noch 3 Tage zu leben hätte, würde ich genau das tun, was ich jetzt tue. Wie das funktioniert, wenn ich nicht mehr da bin, ich bin ein ziemlich Kontrollfreak, aber da, glaube ich, kann ich nichts mehr tun. Ich möchte, dass ganz viele junge Mädchen über den Sport es schaffen, über sich hinauszuwachsen. Vielleicht schaffen wir es ja auch, irgendwie eine Nationalspielerin zu kreieren. Für Deutschland selbstverständlich. Was bleibt von mir, wenn ich tot bin? An was wird man sich erinnern? An mein Engagement für andere, an gute Taten? Bei Künstlern und Künstlerinnen bleiben ja ihre Werke. Viele möchten mittlerweile selbst bestimmen, was bleibt, und gründen Stiftungen, um ihr Vermächtnis und ihre Visionen für die Nachwelt festzuhalten. Und es gibt Menschen, die ihr Leben in den Dienst einer Aufgabe stellen, die viel größer ist, als sie vermutet haben. Wim Wenders ist einer der bekanntesten und bedeutendsten Filmregisseure der Welt. Über 40 Kinofilme hat er gemacht und allein in diesem Jahr laufen 2 neue. Anselm, ein Porträt über Anselm Kiefer, und Perfect Days, ausgezeichnet in Cannes. Was viele aber nicht wissen, Wim Wenders hat schon vor einiger Zeit eine Stiftung gegründet, die seine Filme fit für die Zukunft machen soll. Und die scheinen ja eigentlich schon wie für die Ewigkeit gemacht. Monumental, monumentaler. Anselm Kiefer und seine Kunst. Ihm setzt sein Freund Wim Wenders dieses filmische Denkmal. Das war ja seine einzige Bedingung, dass ich ihn überrasche. Er wollte ja sonst auch nicht wissen, was ich mache. Er hat mir komplett carte blanche gegeben. Aber seine Bedingung war verdammt normal, ich will überrascht sein. Weil ich habe ja schon ein paar Sachen mitgemacht. Und das finde ich ja nicht das Schönste an Filmen, wenn man was Neues sieht, auch über sich selbst. Wenders Film, wenig Text, viel Raum für Assoziationen. Natürlich in spektakulären Aufnahmen und ganz nah dran am Künstler. Wenn man die ganze Geschichte, die geologische Geschichte und die kosmische Geschichte, wenn man das alles vor sich ablaufen lässt, dann sind das, was wir sind, sowieso nicht mal ein Tropfen im Regen. Wir sind weniger als ein Tropfen, wir sind ein Atom. Und dann kann man natürlich sagen, ja, wir sind ganz leicht. Das ist auch für Leute, wenn man nicht mehr ist und sein Werk noch da ist, auch eine Art und Weise, auf ihn hinzuführen und auch ein Teil seines Vermächtnisses, seiner Legacy weiterzutragen. Und so sehen wir den Großkünstler bei der Arbeit. Aber Wenders fügt seinen eigenen Blick auf den gleichaltrigen Maler hinzu. Beide sind 1945 geboren. Beide sind im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen. Und so liest Wenders das Werk des Freundes vor der Folie der Schrecken und Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs. Kiefers Werke scheinen da als Mahn- und Denkmale gegen das Vergessen. So wie auch der Film. Ich habe ja ein unfassbares Glück gehabt, dass ich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg geboren bin. Das war auf einer Seite gar kein Glück. Da ging es einem schlecht. Meinen Eltern und den Leuten, die ich kannte, ging es alles schlecht. Es gab ja nichts. Alles war da nieder. Es gab auch keine Zukunft, es gab keine Vergangenheit. Die musste ja vor allem beseitigt werden, die Vergangenheit. Die Zukunft war auch ungewiss. Aber was ist das Gute an dieser Zeit war, das habe ich dann erst langsam und später begriffen. Es war ein Neuanfang. Ich bin also in so einen Neuanfang hineingeboren. Wim Wenders Filme zeichnen sich schon immer durch sein Wissen um das Vergangene und Vergehende aus. Und seinen genauen und geduldigen Blick. So wie in Perfect Days, der Geschichte eines japanischen Toilettenmanns, der jetzt in die Kinos kommt. Sein Oeuvre ist riesig. Über 40 Kinofilme, viele Porträts, wie von Pina Bausch
oder auch dem Papst. Meilensteine des Kinos allesamt. Sind sie sein Vermächtnis? Ich habe mich das in der Tat mal gefragt, aber nicht mit diesem Hintergrund, was soll von mir bleiben, sondern fast umgekehrt. Wie soll das bleiben, was von mir übrig ist? Wie soll es den Sachen gehen, die ich gemacht habe? Gehören die dann in irgendeine massive Bibliothek, von denen es ja auf der Welt einige gibt, wo Tausende von Filmen drin sind? Tja, und irgendjemand verdient Geld damit. Und das war mir nicht recht. Ich habe gedacht, wenn was von mir bleibt, sind es höchstwahrscheinlich vor allem die Filme, vielleicht auch ein paar Fotografien, vielleicht auch ein paar Texte. Aber eigentlich möchte ich nicht, dass irgendjemand damit Geld verdient. Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom. Eigentlich wäre es schön, wenn niemand sie besäße und sie besitzen sich selbst. Das wäre doch was. Alles Geld, was sie verdienen, kriegen die Filme, können für sich selber sorgen und somit auch für ihre Restaurierung und alles, was da auf sie zukommt. Dann werden sie erwachsen, hängen wir nicht mehr an den Rockzipfeln. Und dann haben wir lange nachgedacht und dann war klar, dass es dafür nur ein einziges Modell gibt, die Stiftung. Vor 10 Jahren gründeten Wenders und seine Frau Donata die Wim Wenders Stiftung, kauften Filme in der ganzen Welt zurück und begannen mit der aufwendigen Restaurierung und Digitalisierung. All das, was man auf Film gedreht hat, ist praktisch nicht mehr verwertbar. Projektor haben die alle nicht mehr, die Kinos. Nur noch ein paar Cinemateken und so. Also muss man das transformieren. Und natürlich wäre das Ideale, wenn das Produkt, was dann entsteht, das digitale Produkt, mindestens so gut wäre wie das Original-Negativ. Das ist eigentlich die Latte, die ziemlich hoch hängt. Doch die Stiftung will noch viel mehr. Nicht nur die Filme restaurieren und in die Zukunft überführen. Es geht Wenders auch um die Nachwuchsförderung und, ein Herzensanliegen, um seine Schule des Sehens. Ich habe ja auch unterrichtet, die Studenten kannten die Filmgeschichte nicht. Oder nur vielleicht sporadisch oder nur der eine oder andere. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann ist auch das, was meine Stiftung von mir erhalten will, wird unsichtbar. Insofern, als es kein Publikum mehr gibt, was das versteht. Weil was die kennen, ist Actionkino und alles Mögliche. Aber dieses Erzählkino, was von uns selbst handelt, auch von unserem Land und von Europa und von der Welt und von der Frage, wie man leben soll, das wissen die gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Dann haben wir gemerkt, eigentlich ist auch die Aufgabe der Stiftung, diese Sprache, die ich ja mitgeprägt habe, kann man ja so sagen, diese Sprache weiterzugeben. Sometimes I feel so happy. Weitergeben, was er sieht, was er kann, was er weiß. Darum geht es Wenders. Und vielleicht auch ein bisschen darum, seinen Blick auf die Welt überdauern zu lassen. But mostly you just make me mad. Eigentlich überleben die Ideen. Von Menschen überleben die guten Ideen. Und von Künstlern werden die Sachen überleben, die mit viel Kraft und meistens auch mit viel Liebe gemacht worden sind. Und all das, was gemacht worden ist, um Geld zu verdienen oder um Karriere zu machen, all das wird in Zukunft auch wieder vergessen werden. Die Schwestern Duzen und Tuba Tekka sind eigentlich noch viel zu jung, um darüber nachzudenken, was von ihnen bleibt. Aber vielleicht hat ihre Aufgabe sie aber auch gesucht. Denn beide waren super erfolgreich in ihren Berufen. Die eine als Journalistin und Autorin, die andere als Fußballspielerin. Bis sie ihre Berufung gefunden haben, als Menschenrechtsaktivistinnen. August 2014 im Nordirak. Tausende Jesiden und Jesidinnen sind auf der Flucht vor dem IS. Malamachara
akirin dagame kushkame yatos ibrahim zavaima apse rosharos verna khare nanan amren Der Schlüsselmoment war der Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft im Jahr 2014, für den sich niemand interessiert hat. Es waren meine Leute, die dort enthauptet worden sind, vergewaltigt worden sind, nur weil sie zufällig derselben Religionsgemeinschaft angehörten wie ich. Und das war mein Life-Changing-Moment. Ich konnte nicht mehr so weiterleben. Ich war zwar in meinem sicheren Deutschland, aber in mir drin war Krieg. Und ich wusste, dass ich was tun muss. Und ich glaube, dass jeden Menschen irgendwann diese Frage ereilt, hinschauen oder weggucken. Und dann habe ich die folgenreiche Entscheidung getroffen, mein sicheres Deutschland, Hannover, hinter mir zu lassen und mich auf den Weg zu machen in diesen Krieg zu den IS-Mörderbanden 2014 damals im Irak, in Syrien, die noch komplett eingekesselt waren vom IS. Das kam einem Himmelfahrtskommando gleich. Aber der Schmerz und das Verantwortungsgefühl haben mir keinen anderen Schluss gelassen. Gemeinsam mit ihrem Vater fliegt Düzen Tekkal in den Irak. Sie will den Opfern eine Stimme geben. Ich sage, also ca. 40.000 Menschen sind hier. Diese Lara. Hm. Gibt noch mehr hinten. Die erfolgreiche Journalistin wird zur Kriegsberichterstatterin. Eine gigantische Zeltstadt, überfüllt mit Zehntausenden Menschen, die alles verloren haben. Weil sie Jesiden sind, genau wie ich. Düzen Tekkal will nicht nur den Genozid dokumentieren, über den niemand berichten will. Sie begibt sich auch auf die Suche nach Überlebenden und zu den Wurzeln ihrer Religion, in die heilige Stadt Lalish. Das Jesidentum ist eine der ältesten Religionen der Welt. Es gibt nur noch knapp 1 Million Gläubiger. Die Heimat der meisten liegt im Nordirak. Sie werden seit vielen Jahrhunderten verfolgt. Die heilige Stadt ist einer der wenigen Orte, der ihnen noch geblieben ist. Düzen Tekkal ist in einer jesidischen Familie in Hannover aufgewachsen, mit 10 Geschwistern. Nicht besonders religiös, aber traditionell. Sie ist die erste in der Familie, die studiert und dann als Journalistin Karriere macht. Doch der Völkermord stellt sie vor die Entscheidung, wegschauen oder helfen. Und sie fragt sich, was wird von mir bleiben? Sie gründet mit 4 Schwestern die Menschenrechtsorganisation Hawa Help. Das Prinzip von Hawa Help ist Leben und Hoffnung. Wir machen ganz unterschiedliche Projekte weltweit. Wir haben Frauenhäuser in Afghanistan, im Irak, wir kämpfen für juristische Gerechtigkeit, für IS-Überlebende, wir kämpfen für die Anerkennung von Völkermorden, wir setzen uns ein für die Freiheitsbewegung im Iran, für die Frauen- und Menschenrechte in Afghanistan. Wir haben Sportprojekte, die sogenannten Scoring Girls beispielsweise. Und da kommt Düzens Schwester Tuba ins Spiel. Sie hat diese Scoring Girls 2016 gegründet. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Scoring Girls sprechen ja vor allem junge Mädchen an, die irgendwie sonst nie den Zugang zu Sport hätten. Das muss man einfach so sagen. Ob aus finanzieller Hinsicht, ob aufgrund ihrer ethnischen Herkunft. Sie haben einfach diesen Zugang nicht. Und das, was wir bieten mit den Scoring Girls, ist ja ein niedrigschwelliges Angebot. Also zum einen zum Fußballspielen, was ja der Door-Opener ist in diesen Momenten, aber eben auch neben dem Platz, die Mädels zu unterstützen, zu empowern, ihnen Bildungsangebote, Hausaufgabenhilfe, Ausbildungsplatzsuche, Praktikumsplatzsuche. Wir reden aber auch von Mädchen, die ja geflüchtet sind. Da geht es um Aufenthaltsstatus. Das heißt, auch wenn sie hier in Deutschland erstmal in Sicherheit sind, sind sie auch nicht in Sicherheit. Sie umtreiben natürlich trotzdem viele Ängste. Wir haben mittlerweile 10 Standorte
und drei davon auch im Irak, also auch in Krisenregionen, weil es sehr, sehr wichtig ist, auch an diesen Orten sozusagen Kinder Kinder sein zu lassen. Für die Scoring Girls hat auch Tuba Tekkal ihre Karriere aufgegeben, als Profifußballerin in der Bundesliga. Sie wollte schon als kleines Mädchen Fußball spielen, aber ihre Eltern waren dagegen. Kurdisch-jesidische Mädchen spielen doch nicht Fußball. Also spielte sie heimlich, bis sie so erfolgreich war, dass die Zeitungen ständig über die Tore der Jugendlichen berichteten. Über ihren beschwerlichen Weg dahin schrieb sie ein Buch, Tor zur Freiheit. Du sagst ja auch öfter, Fußball ist dein Tor zur Freiheit geworden. Kannst du das mal so ein bisschen erklären? Naja, Fußball, ja, mein Tor zur Freiheit, sage ich immer so gerne, weil mich das zum einen zu der jungen Frau gemacht hat, die ich dann auch gerne sein wollte, nämlich einfach nur Tuba, ohne irgendwelche Seiten von sich zu verstecken. Einmal habe ich auf dem Fußballplatz aber auch so viel Selbstbewusstsein gewonnen, dass ich das adaptiert habe Richtung Schule, dass ich auch gemerkt habe, was dieser Sport und der Fußball einem auch geben kann. Also auch, was für eine integrative Kraft dieser Sport auch hat und was er freisetzen kann. Und als ich auf dem Fußballplatz stand, habe ich das erste Mal diesen Geruch von Freiheit einfach gespürt. Und ich wusste in diesem Moment, dass ich, ohne es zu benennen, aber ich wusste, das wäre eigentlich das Schönste, wenn jeder Mensch dieses Gefühl haben könnte, was ich gerade habe. Als ich angefangen habe, habe ich ganz viele kleine Tubas gesehen. Nämlich so Mädchen, die wirklich so nicht viel Selbstbewusstsein hatten. Mädchen, die ein bisschen ängstlich waren und sich nicht so getraut haben und so, was ja völlig normal ist. Und ich habe mir dann vorgestellt, was war mir damals wichtig? Und das waren die Menschen, die mich an die Hand genommen haben. Es waren die Menschen, die mir Mut zugesprochen haben. Und nicht die Menschen, die zu mir gesagt haben, aus dir wird nichts, sondern eben genau das Gegenteil. Und deswegen wollte ich genau die Person für die Mädels sein, die ihnen sagt, ey, du kannst alles schaffen, du kannst groß träumen. Wir werden dich dabei unterstützen, ich werde dich dabei unterstützen. Das ist natürlich auch ein Versprechen, was wir geben, aber das entfaltet ganz viel bei diesen jungen Mädchen. Also das heißt, wir haben jetzt mittlerweile Mädchen, die ihr Abitur machen, die Ärztinnen werden wollen, die aber auch einfach nur ganz normal im Büro vielleicht sitzen wollen und arbeiten wollen. Also sie müssen nicht alle die Mega-Ziele haben, darum geht es nicht, aber zumindest an sich glauben und nicht das Gefühl haben, dass sie etwas nicht schaffen. Selbstermächtigung und Menschenrechte. Ihre Leben haben die Tekkal-Schwestern in den Dienst dieser Aufgabe gestellt. Für sie ihr Erbe, obwohl sie ja alle noch jung sind. Ihre Stimme erheben die Tekkals für Frauen und Verfolgte inzwischen auch auf politischer Ebene. Denn nichts fürchten Despot, Unrechtsregime, Putin, Erdogan, reißt sie mehr als Frauen, die sich verbinden und laut sind. Gemeinsam mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock fliegen die Tekkals in den Irak, in das völlig zerstörte Dorf Kocho. Hier steht nun ein Mahnmal, das an den Völkermord an den Jesiden und Jesidinnen erinnert. Und dass der seit Anfang 2023 als Genozid anerkannt ist, ist vor allem dem Engagement der kämpferischen Schwestern zu verdanken. Das ist schon auch ein Familienunternehmen der Schwesternschaft, die von vielen getragen wird. Also ich sage immer gegründet sozusagen von 5 Schwestern mit 5 Herzen und 10 Händen. Es hat auch was damit zu tun, dass wir Schwestern einst den Mut aufgebracht haben, unser Framing zu verlassen, auch das Herkunftsframing, und uns in eine Männerdomäne zu begeben, die für uns nicht vorgesehen war. Und das hat mir meine Oma vorgelebt, das haben mir mutige Tanten vorgelebt, meine Mutter hat mir das vorgelebt, dass Grenzen dafür da sind, sie auch zu überschreiten. Wir hoffen, dass uns das gelingt, nämlich eben auf jedwede Ismen auch aufmerksam zu machen, auf Unrecht aufmerksam zu machen, eine Stimme für diejenigen zu sein, die vielleicht nicht gerade ein Mikro in der Hand haben und die gerade nicht sehr laut sein können, sondern eben da zu sein für sie mit unserer Menschenrechtsarbeit. Und ich glaube, wenn man Erfolg irgendwie missen könnte in diesem Kontext, dann ist es tatsächlich Menschenrechte erzählbar machen.
Es ist gefährlich, Menschenrechtsaktivistin zu sein. Es ist so viel Leid, dass es zu ertragen gilt. Wie schwer ist dieses selbstgewählte Vermächtnis zu erfüllen? Das Belohnende ist, dass die Sinnfrage nie gestellt wird, weil man mittendrin ist. Und dass, wenn der Mensch seinen Purpose gefunden hat, er eigentlich auch nie wieder alleine ist. Also man hat dann irgendwie so eine beste Freundin. Also man hat dann so etwas, worauf man sich so verlassen kann. Und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und das ist erfüllend wie verliebt sein. Also wie manchmal ein paar Zentimeter über dem Boden schweben, wenn man Dinge erreicht hat, die so unerreichbar schienen und wo dann immer vorher ganz viele gefragt haben, was willst du denn bewirken? Wie bewahrt man etwas so Flüchtiges wie den Tanz vor dem Vergessen? Choreografien, bei denen es um die genaue Umsetzung kleinster Bewegungen geht. Wie kann man da sicher sein, dass die nicht verändert werden? Der große Tänzer und Choreograf John Neumeier wird im Februar 85 Jahre alt. 172 Choreografien hat er bisher in seinem Leben kreiert und sich über deren Zukunft eine Menge Gedanken gemacht. Meine Welt ist Tanz. Dancing, Tanz, Tanz, La Danza, The Dance. So flüchtig der Tanz ist, so beständig ist John Neumeier. Seit über 50 Jahren ist der Choreograf und Tänzer Chef des Hamburg Balletts und doch zugleich im permanenten Aufbruch. Man denkt in ganz, ganz, ganz viele Anfänger, dass wenn man immer wieder anfängt, dann ist man immer neu. Immer ganz im Moment, ganz auf dem Sprung ins Neue. Eine Weltkarriere. Was that too fast? Als Choreograf entschlackt und vermenschlicht er die gängigen Ballettklassiker von Romeo und Julia bis Schwanensee, kreiert bahnbrechende Fantasien auf das sinfonische Werk Gustav Mahlers und zeigt die Zerrissenheit des Menschen, etwa in seinem vielschichtigen Nijinsky. Doch was bleibt von seinen Aufführungen? Haben sie Bestand? Eine Zukunft? Ich glaube, man kann es nicht bewahren. Ich glaube, dass die Vorstellung, die man sieht, ist die Vorstellung. Die ist unwiederholbar, weil es jedes Mal anders ist. Eine andere Konstellation, ein anderes Gefühl, eine andere Emotion. Manchmal ein Fehler, manchmal ein guter Fehler, manchmal ein schlechter Fehler. Wie auch immer, man muss damit leben als Choreograf. Es kann nicht bleiben. Rund um den Globus wird John Neumeier bejubelt und gefeiert für sein Werk, das über 170 Choreografien umfasst. Unentwegt arbeitet der 84-Jährige mit der vertrauten Hamburger Kompanie an seinen Tanzkunstwerken. Abgeschlossen und fertig sind sie für ihn nie. Bleiben veränderbar, leben. Was sehr wichtig ist, sind die Menschen, die versuchen, mich zu verstehen und versuchen zu verstehen, was für mich wichtig ist. Worauf schaue ich und was ist für mich wichtig? Ich glaube, dass die Gute wissen, dass für mich ist das Leben, das dargestellt wird, wichtig. Sonja Tinnes ist eine ständige Begleiterin auf den tänzerischen Exkursionen ins Seelenleben. Yes, that's it. The way you go to her, I think you could make more with this. Sie hält die jeweiligen Entwicklungsschritte eines Werkes fest. Also ich gucke, dass auch alles so gemacht wird, wie es im Buch steht, möglichst. Und dass ich also genau die richtigen Schritte den richtigen Leuten beibringe. Can you, if they do this, can you get your hand just a little bit lower on his leg? Ich bin ein Choreograf, der verhältnismäßig viel schreibt. Nicht vorher, sondern meistens während ein Werk mache ich eine Art Notizbuch, wo ich schreibe, was ich heute gemacht habe. Manchmal mit Fotos, die ich selber mache, die ich in dem Moment der Kreation mache. Impressionen, Reflexionen und Anweisungen zum Werk sind diese Sammlungen. Man kann immer etwas noch verbessern. Also es gibt immer noch Raum, um noch genauer zu sein oder eine Idee noch genauer zu zeigen.
Die tägliche Probenarbeit am Repertoire verlangt die möglichst genaue Wiederholung der tänzerischen Abläufe, die Sonja Tinnis beaufsichtigt. Choreologin ist ihre Berufsbezeichnung. Weltweit sind es wohl gerade einmal knapp 40 Menschen, die wie sie die flüchtige Tanzkunst festzuhalten suchen. In Aufnahmen und einem eigenen Notationssystem für Tanzbewegungen, das ein Mathematiker und eine Tänzerin gemeinsam erfunden haben. Die Banish-Notation. Wir haben die 5 Linien, wie in der Musik. Das ist eine Matrix, wo der Körper drin eingezeichnet wird. Also wir haben Scheitel, Schulter, Taille, Knie- und Fußlinie. Zum Beispiel eine Hand, die vorm Körper ist, die kommt so auf einen zu, das ist so ein Strich. Also wenn ich jetzt meine Hand auf Schulterhöhe habe, dann ist das so ein Strich. Das heißt zum Beispiel 2 Hände, das sind 2 Hände vorne. Das ist dann meine rechte Hand und meine linke Hand. Wenn jetzt die Hand immer weiter zur Seite geht, dann ist sie irgendwann ganz auf der Seite, dann wird der Strich so. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn das eine Mittellinie ist, je nachdem, wo ich diese Hand einzeichne, ist sie dann irgendwann auf der Seite. Das heißt, sie geht immer weiter zur Seite, bis sie dann ganz auf der Seite ist. Wenn sie hinter den Körper geht, wird sie zum Punkt. Jeder Tanzschritt, jede Bewegung lässt sich in diesem ausgeklügelten Schriftsystem erfassen, notieren und fixieren. Ein Archiv der lebendigen Kunstform. Das sind jetzt die Originalpartituren. Das sind jetzt 2 Schränke. Ich habe dann auch noch 4 andere, wo auch Partituren drin sind. Ich versuche so viel wie möglich zu schreiben, damit wir die Ideen erhalten. Den choreografischen Gedanken in immer neuen Formen fassen. Darum geht es. Jeder Tänzer ist unterschiedlich und man muss einen Weg finden, das Gleiche auszusagen. Aber es ist eben wichtig, was ist die Aussage und was ist das Bild? Am Bild des Tanzes arbeitet Frédéric Cousson im Hamburger Ballettzentrum. Ein Server im Keller sammelt und verteilt die Datenmengen der sogenannten Dancing Cloud weltweit. Es sind Videoaufnahmen von Proben und Aufführungen aller Neumeier-Choreografien aus verschiedenen Blickwinkeln und Kameras, im Stream und historisch. Der Grundgedanke von der Dancing Cloud war damals, ein lebendes Archiv zu etablieren. Was bedeutet, wir haben John Neumeyers komplettes Oeuvre zusammengeführt, so dass man ein geschlossenes System hat, wo man sozusagen in der Historie eines Werkes bis zur Kreation zurückgehen kann, aber gleichzeitig auch tagesaktuell die letzten Vorstellungen sich anschauen kann. Wir haben, ich gehe noch mal gerade in die letzten Besetzungen, das Augenmerk darauf gelegt, dass man Bewegungen ganz genau nachvollziehen kann. Es steht immer so eine Besetzung, wer dabei ist, bla bla bla. Wir wollen Rehearsal 2 von 1983, eine die wahrscheinlich die erste Bühnenprobe von Endstation Sehnsucht mit Marcia Haidee. Was auf dem Film ist, ist das, wie ich dieses Werk in diesem Moment sehe. Es könnte sein, dass nächstes Jahr es anders aussieht. Deswegen macht man Live-Kunst. Tanz ist die Sehnsucht nach der Ewigkeit, sagt John Neumeyer. Und was wäre schon Sehnsucht, wenn sie sich erfüllen ließe?